Hey, hier ist MPNG. Herzlich willkommen zu I Love to Jam. Heute haben wir gleich zwei Gäste. Zum einen haben wir Kali Musik, ein Newcomer hier aus Berlin. Und zum anderen haben wir Santiago Ziesma, die deutsche Synchronlegende. Unter anderem die Stimme von SpongeBob und Steve Urkel. Zusammen haben die beiden ein Song geschrieben, der Wunden heißt. Aber im Interview gehen sie erstmal darauf ein, wie sie sich überhaupt kennengelernt haben und wie sie zum Thema Rassismus und Ausgrenzung stehen. Im Anschluss werden wir den Song zusammen mit Band live performen. Deshalb bleibt bis zum Ende dran. Erstmal viel Spaß mit der Folge von I Love to Jam. I Love to Jam. Herzlich willkommen zu I Love to Jam. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich freue mich auch. Sehr schön. Gerne. Hi, Kali. Grüß dich. Hi, Santiago. Hallo. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Wir haben einen Feature-Song zusammen. Ja, deswegen hat sich dann so der Kreis geschlossen. Und ihr beide seid jetzt hier bei I Love to Jam. Das freut mich sehr. Ja, du warst Gast bei Wunden und heute sind wir Gast bei dir. So, ich und ich glaube, er ist ganz happy, dass sich die Zusammenarbeit gefunden hat. Auf jeden Fall. Ja, Santiago, du hast ja auch sehr viel im Bereich Synchron, Schauspiel gemacht. Wie hast du deine ersten Schritte in die Kunst gemacht? Wie war das so? Also Musik war für mich in meinem Leben schon immer irgendwie ein Thema. Von klein auf, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Ich habe neben der Schule damals hier in Berlin angefangen, im Staats- und Domchor zu singen. Dann habe ich angefangen, Geige zu lernen. Musste dann irgendwann aber aufhören, als es in die zweite Lage ging, weil ich da ein Überbein bekommen habe. Und dann hat meine Ärztin gesagt, ich habe zu schwache Gelenke, das ging nicht, musste ich aufhören. Und dann hat mich seinerzeit ein Fernsehregisseur aus der Schule entdeckt für einen Fernsehfilm. Dann kam ganz schnell eine Agentin von einer Kinderagentur. Und dann habe ich regelmäßig immer in den Schulferien schon während der Schulzeit vor der Kamera gestanden. Habe dann auch zum ersten Mal in einem Synchronstudio gestanden, als wir einen Film, die Außenaufnahmen von dem Film, wo ich gespielt habe, nachsynchronisiert haben. Das war auch die erste Begegnung im Tonstudio beim Synchron. Da war meine Mutter dabei und dann sagten die auch, ja, der Kleine stellt sich ja ganz begabt an, ist ganz musikalisch, wenn mal was ist. Ja. Wir schreiben mal die Telefonnummer auf und so. Und dann ging das los, so damals hier die Western-Serie Bonanza oder so, wenn dann so ein kleiner Farmersjunge kam und so, riefen die an. Und das waren dann eben auch schon während der Schulzeit so die ersten Schritte in Synchronbereich. Das ist sehr schön. Wie, Kali, wie sind deine Anfänge? Wie waren so deine ersten Schritte? Ja, also an sich ist meine Familie sehr unmusikalisch. Ich habe 4 Geschwister. Keiner von denen macht Musik. Das liegt aus der Art. Ja, ich bin der Einzige. Ich bin ja noch ziemlich jung. Ich bin ja 17 und ich glaube, ich habe also so mit öffentlich Musik machen und so und auch die Musik halt rausbringen, vor 3 Jahren angefangen. Also ich habe mit 14 angefangen, meine ersten Texte zu schreiben und auch so Gitarre zu spielen, Klavier angefangen zu machen. Und jetzt mache ich ja auch mit Beats arbeiten und so und probiere mich selbst aus. Und moderner. Genau, auch mehr Mainstream und so. Ja, aber das ist gut, man muss ja viel ausprobieren und dann zu wissen, was man mag, was man nicht mag. Aber riesen Respekt, dass du seit 3 Jahren deinen Weg gehst. Das treibt dich auch an, Feedback von den Leuten, oder? Safe, auf jeden Fall. Das gibt mir Motivation. Bei mir war es halt so, dass ich mache 3 Jahre Musik und ich glaube, jeder, der Musik macht, kann da mir zusprechen, dass wenn man irgendwie am Anfang ist, dass es viele Leute gibt, die einen erstmal belächeln. So, und die erstmal sagen, so, okay, das, was du machst, feiere ich nicht so. Und vielleicht solltest du was anderes tun. Wurde sehr ausgeschlossen, so auch in der Schule und so. Ja, deine Musik ist scheiße und mach mal was anderes und mach mal dies, mach mal das. Aber ich habe immer so gesagt, so, ich mach mein Ding. Und bis jetzt weiter, egal was Leute gesagt haben, ich meinte so, ich mach meine Musik, weil ich mach's für mich. Und nicht für irgendjemand anderes. Klar, freut mich das, wenn es anderen gefällt. Aber es war eine schwierige Zeit. Wie hast du die Zeit durchgestanden? Wer war an deiner Seite in so einer Zeit, wenn viele Leute sagen, okay, das, was du machst, ist nicht gut, mach vielleicht mal was anderes, mach vielleicht also jetzt lache ich, ich darüber. Fußball spielen oder ja, was auch jetzt, immer. Oder? Jetzt lache ich darüber. Es ist schade, wenn selbst die Eltern einen nicht unterstützen. Oder Bekanntenkreis, sage ich mal so. Aber ich habe immer so, keine Ahnung, ich weiß nicht, von wo ich diese Stärke geholt habe, so, aber irgendwie, ich habe immer gesagt, so, diesen Drang in mein Herzen zu sagen, okay, irgendwann werde ich das vielleicht schaffen und dann werden die Leute auf mich schauen. Und die Wendung hat es auch
Ja, diese schon. Wendung gibt es gerade ganz krass, weil ich habe angefangen nach der Schule, nach 10. Klasse habe ich angefangen, Social Media zu machen, überwiegend TikTok und so. Und da war auch das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so okay, es gibt doch auch Leute, die vielleicht doch das feiern, was ich tue. Da war das erste Mal irgendwie so eine Spaltung, wo ich gesagt habe, okay, einfach weiter durchziehen. Einfach weiter durchziehen. Weil wann war so der Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt spüre ich, jetzt finde ich ein paar Leute, die das feiern, was ich mache. Oder du hast dann irgendwie so einen Song released oder irgendwas, was ist da passiert genau, wo du gesagt hast, meisten, okay, jetzt habe ich einen kleinen Hype oder jetzt am meisten, als der Song mit SpongeBob, Santiago Ziesma, zustande gekommen ist, wo die ganzen, also ich meine, SpongeBob ist einfach eine Person, die jeder kennt. Auch meine Hater. Auch die ganzen Leute, die mich damals gehatet haben, die mir nicht diesen Zuspruch gegeben haben, kennen auch SpongeBob. Und da, glaube ich, habe ich das erste Mal diese kleine Wendung gespürt, wo ich gesagt habe, okay, krass, die Leute sind jetzt, ob sie wollen oder nicht, damit konfrontiert, mich nochmal zu sehen. Verstehst du, was ich meine? So die Leute, die mich gehatet haben, die kommen auf einmal wieder mit mir in Kontakt und sehen, ich mache einen Song mit so einem berühmten Charakter oder mit so einer berühmten Stimme oder mit so einem berühmten Menschen. Und da dachte ich mir schon, das erste Mal für mich persönlich so, okay, krass, so, damit haben die Leute nicht gerechnet. Aber wie habt ihr beide euch denn kennengelernt? Wie lernst du die bekannteste deutsche Synchronstimme kennen? Wie geht sowas? Du kannst ja nicht einfach dich beim Management melden. Ja, ohne Aug und war keine Absicht. Das ist eine Frage, ja, das ist eine Frage, vor allem ohne Management, ohne nix. Ja, so. Wie geht sowas? Das ist eine Frage, die wird mir bis jetzt immer noch gestellt. So. Diese Frage stellt sie mir selber, wie sowas geht. Also ich wurde auf einem Influencer-Event eingeladen. Mhm. Also zu der Zeit, du hattest dein TikTok aufgebaut? Nein, da hatte ich noch nicht mal richtig Reichweite. Ja, ich hatte da noch keine Reichweite gehabt, aber durch so ein paar Connections und über ein paar, ich habe schon immer so mit vielen Leuten Kontakt gehabt, die ein bisschen Reichweite hatten und die haben mich dann irgendwie connected. Und so habe ich dann halt immer Gigs bekommen, was halt sehr hilfreich war, weil da kamen dann neue Leute, haben mich kennengelernt, weil ich hatte ja noch keinen Namen so auf TikTok oder so. Und ja, ich wurde da eingeladen und habe da meinen Auftritt dann auch gemacht und dann habe ich auf einmal SpongeBob im Backstage gesehen. Was ist so der Klassiker, nicht so die Bühne, die Garderobe hinter der Backstage, wo ja auch andere Künstler aufgetreten sind. Bestimmt. Unter anderem war ich auch eingeladen. Mhm. Und da kamen wir da Backstage in der Garderobe da so zusammen ins Gespräch, als wir da gewartet haben. Und das Ding ist, ich kannte das Gesicht von Santiago Ziesma vorher nicht. So, ich kannte die Stimme und mehr auch nicht. So. Und danach habe ich gesehen so und dann sehe ich da so auf einmal Santiago so reinlaufen ins Backstage. Auf einmal war Stille im Raum. Alle so, hä, das ist doch SpongeBob und ja, Santiago und so. Dann bin ich aufgestanden, habe Hallo gesagt, habe mich vorgestellt. Dann hat man sich ein bisschen unterhalten und ich meinte, ja, ich tritt gleich auf. Und er meinte mir, ja, ich muss leider gleich los. Ich hatte einen Anschlusstermin und ich hätte natürlich auch gern gesehen, seinen Auftritt. Ich war vorher dran, musste aber nach meinem Auftritt dann gleich weg. Und da haben wir dann irgendwie gesagt, naja, er nimmt das auf mit dem Handy und dann haben wir die Nummern getauscht. Er hat gesagt, kannst du mir das ja schicken, dann kann ich mir das ja nochmal angucken. Ja. Also so ganz simpel ist das eigentlich entstanden. Witzig. Aber nicht Nummern, wir haben erstmal E-Mail ausgetauscht. Ja. E-Mail, glaube ich. Genau, E-Mail, er hat mir seine Mail gegeben. Aber eben der Kontakt. Genau. Dann habe ich ihn abends angeschrieben. Meint so, hat mich voll gefreut, dich kennenzulernen und war mir eine große Ehre und schade, dass du meinen Auftritt nicht gesehen hast. Und dann war er auch gleich schon offen und meinte so, ja, wir können ja gern Kontakt austauschen. Mhm. Und danach haben wir uns auch, glaube ich, 2 Wochen später auf einen Kaffee getroffen. Und da hat er ja irgendwo schon im Hinterkopf, was ich weiß nicht, inwieweit da schon ein konkreter Plan war, aber hat so mal so ein bisschen so vorgefühlt, ob ich mir vorstellen könnte, bei einem Song bei ihm so einfach, er mit der Stimme eben einfach so ein bisschen so als Co-Part so mitzumachen. Also da muss er schon eine Idee gehabt haben. Genau, das Ding ist, ich bekomme halt immer so, also ich werde gefördert, so, ich kriege immer eine Förderung. Und diese Förderung, darum geht es so irgendwelche, also was heißt irgendwelche, halt was Nützliches für die Gesellschaft. Irgendwas Politisches oder irgendwas Nützliches. Mhm. Und da kam mir der Gedanke auf, diese Gesellschaftssong, die kamen nie wirklich gut an. Nicht, weil die schlecht sind, sondern weil die Leute wollen sich meistens mit anderen Dingen befassen. So. Vor allem in meiner Jugendszene, da geht es eher um Frauen, Drogen und das Übliche. Ne? Ja, wenn wir nicht über Probleme singen oder hören, sondern eben... Das hat am Spaß gemacht. Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, ich dachte mir so, okay, es wird jetzt die dritte Förderung.
meine zwei politischen Songs hat einfach niemand gehört. So, und dann dachte ich mir so, schade, so eigentlich, das ist eine wichtige Message. Die Message muss rauskommen, aber die hört sich niemand an. So, meine Liebessongs kommen besser an als die, so. Die politischen, ne? Dann habe ich mir überlegt, so, okay, wie kann ich mit so einem wichtigen Thema und mit so einer wichtigen Message viele Menschen erreichen? So, und dann habe ich auch mit ihnen darüber geredet. Wir meinten so, wir wollen auch eher jüngere Leute erreichen, weil da kann man noch einiges bewirken, so, weil da noch nicht so die Meinung und Denkweise so gefestigt ist. Und danach dachten wir uns so, okay, SpongeBob hat eine riesen Reichweite. Und die Kiddies kenne ich ihn alle. Es gibt ja kaum einen, der nicht weiß, wer SpongeBob ist. Also. Wichtige Message. Wie kriegen wir die Aufmerksamkeit? Genau, wie kriegt man auch die Aufmerksamkeit der Kinder? So. Und das war dann auch noch, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es geplant haben, war auch noch diese Black Lives Matter Phase und so. Mhm. Und auch generell, da war so eine große Bewegung. Ich hatte auch da meinen ersten Shitstorm bekommen, weil ich da auch ein politisches Thema auf TikTok mein erstes politisches Thema angesprochen habe, da hat Santiago mich auch durchbegleitet, lange Themen und Gespräche darüber geführt. Es war halt gerade alles eh so gehypt. Dann dachte ich mir so, okay, das kommt jetzt auch gerade krass gelegen, in so einer Zeit irgendwie eine Message rauszubringen. Und dann irgendwann ging es dann in die detailliertere Planung, sprich, ich habe mich darum gekümmert, dass ein Beat zustande kommt, dass irgendwie ein Text zustande kommt. Ich bin auch kein Sänger, bin Schauspieler, der singt. Doch, also Sänger eben auch bei den Gesangsparts aufpassen. Doch, Sänger bist du. Dass er eben die Liedstrophe auch hat und ich dann mehr oder weniger diese Sprechparts auch. Ich meine, also Santiago, du hast ja auch schon ein paar hunderttausende Platten als Ja, aber ich bin trotzdem ehrlich genug, ich sage, ich bin kein Berufssänger. Ne? Ja. Aber nochmal zurück auf Wunden. Ja. Wie kam der Text zustande? Man muss sich so vorstellen, dass sich zwei Menschen, also eigentlich ein Mensch und SpongeBob halt treffen und die tauschen sich aus. So wie man schon in meiner Strophe hört, haufenweise Wunden, ich kann sie langsam nicht mehr zählen. Und mit Auslöser war eben auch diese Shitstorm-Geschichte, über die wir auch gesprochen haben. Die kannst du ja kurz mal erzählen. Mhm. Was gab es für einen Shitstorm bei dir? Ich habe eine Debatte aufgemacht, die damals in Amerika sehr, sehr groß war. Man kennt ja alle Pflaster. Und das Ding ist zum Beispiel, man überlegt sich, also man denkt so, ja, man sieht ein Pflaster, aber man überlegt sich nicht, wieso, weshalb, warum das Pflaster so aussieht, wie es aussieht. Hautfarbe. Genau, für uns sieht es so aus, wie es ausschaut und wir machen uns darüber keine Gedanken so. Aber wenn man sich darüber Gedanken macht, dann fragt man sich, warum hat die Pflaster die Hautfarben, den Hautfarbenton. So. Hell natürlich. Und wenn man dann ein bisschen ins Detail geht, dann merkt man, dass das diese Farbe hat, um die Wunde so möglich zu kaschieren. Ja. Um sie halt so unauffällig wie möglich zu machen. So, deswegen wurde das in dieser Hautfarbe. Auf weißer Haut natürlich, ne? Und es gab diese Debatte in Amerika, da haben sich schwarze Menschen darüber aufgeregt, beziehungsweise haben angesprochen und gesagt, so, warum gibt es nicht Diversität, so auch in Verbände und in Pflaster und so und generell so. Das war eine große Bewegung und die gab es hier in Deutschland und hat man sich noch nie wirklich darüber unterhalten. Und eine Betreuerin von mir hat mir darauf aufmerksam gemacht. Ich habe auch überlegt, so, hey, ja, stimmt. Also ist eigentlich schon krass, so, dass es die Farbe hat, um eine Wunde zu kaschieren. Okay. Aber wir als dunkelhäutige Menschen haben nicht die Möglichkeit, einfach, wenn wir eine Wunde haben, die unsichtbar zu machen. Und gerade in Amerika ist ja der dunkle Bevölkerungsanteil auch viel, viel größer. Das heißt, es läge eigentlich auf der Hand, dass man die auch bedient mit so einer Sache. Ne? Ja. Und dann jetzt kommt das Krasse. So. Und dann habe ich dafür natürlich diesen ganz großen Shitstorm bekommen. Ganz große TikToker haben auf mich reagiert, hatten teilweise 3, 4, 5 Millionen auf ihre Reactions, wo sie mich ins Lächerliche gezogen haben. Es kamen Rechtsradikale, ich habe Nazis auf mich gezogen, rassistische Menschen, die gesagt haben, ich würde schwarze Menschen auf weiße Menschen hetzen. Und er hatte erstmal nur eine Debatte aufgemacht, die Frage gestellt, kann man darüber mal reden? Ich wurde auf Meme-Pages gepostet. Irgendwelche Bananenrepublik.de und irgendwie, also richtig krass, es war richtig krass so. Sorry, und das ist krass. Jetzt kommt, also ich kenne das Social Media Game und ich weiß, wie die Leute da sind. So. Ich habe die Black Community auf mich gezogen. Also denen kam es so vor, als ob ich die ins Lächerliche ziehen würde mit der Debatte. Und haben sich dann auch gegen mich gestellt. Und haben du hattest auch Black wir haben das Community. Völlig falsch verstanden. Genau. Jetzt macht er sich lächerlich über uns. Ja, und haben dann natürlich die White Community Bestätigung geschenkt, indem die gesagt haben, ja, ich sehe es nicht so und ich bin der anderer Meinung. Ich habe mit den ganzen Leuten persönlich telefoniert. Ich habe die anderen gerufen. Ich meine so, ey Bro, warum stellst du dich jetzt gegen mich so als dein Bruder?
ja, Klicks, dies, das, da muss man halt auch... Oh nein, du hattest dann plötzlich online, hattest du Black Community gegen dich und Rechtsradikale gegen dich. Ja. Das Ding ist, dass ich ist die Craziness der heutigen Social Media Welt. Also wenn man jetzt so meine Abonnentenanzahl guckt, ich habe diese Abonnentenzahl durch zwei Themen. Hm. Einmal durch diese große Debatte, wo Hate ist, ist auch Liebe. So. Okay. Ich habe auch natürlich dadurch auch krassen Push bekommen. Okay. So. Das darf man vorne weg, also das muss man auch so sehen. Und auf jeden Fall gab es auch viele Leute, die dann gesagt haben, natürlich, stimmt, der Junge hat recht. Der Junge hat recht mit seinen 17 Jahren, dass er so ein großes Thema anspricht und dafür gerade krassen Hate bekommt. So. Da wusste ich auch erstmal nicht so, ja, was soll ich machen und so, aber ich habe da auch viele Leute an meiner Seite gehabt, die mich unterstützt haben, auch von der Black Community, die aber dann nicht so im Social-Media-Game sind, sondern die, die auf Social-Media waren, haben sich gegen mich gestellt. Für Reichweite, für Cloud, für Klicks und etc. Unglaublich. Haben die bekommen. Wie haben Menschen die bekommen. Manchmal ticken. Ja, weil ich war gerade im Trend quasi. Ja. Die Leute haben alle über mich geredet. Und dann die Leute dachten, also für die Leute kam es so rüber, als ob ich nichts anderes zu tun habe, als zu Hause zu sitzen und mich darüber aufzuregen. Dabei habe ich an dem Abend noch meine Pizza gegessen und dachte mir so, die einzigen Leute, die sich aufregen, seid ihr. Weil ihr regt euch darüber auf, dass ich dieses Thema anspreche. Ich habe es nur angesprochen. Auf jeden Fall. Aber das ist ein gutes Sinnbild zu Wunden. Wunden entstehen ja auch durch solche Sachen, aber auch natürlich durch Ausgrenzung, durch Anfeindungen. Als Schwarzer in einer weißen Welt zu leben, ist schwierig. Ich finde, als ich klein war, man hat diesen Rassismus, diesen strukturellen Rassismus und auch generell Rassismus nicht so mitbekommen, weil man klein ist. Man nimmt Sachen anders auf, man nimmt Sachen anders wahr. Aber umso älter ich wurde und auch jetzt so in Teenageralter kam, man fährt U-Bahn, man fährt S-Bahn, man geht einkaufen. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, muss ich mich zurückfahren. Weil es immer wieder Leute, ich treffe immer wieder auf Leute, wo man merkt, okay, diese Leute haben was gegen mich. Man fängt sich an zu fragen, was habe ich diese Leute getan? Mhm. Was habe ich den Leuten getan? Ja. Simple Sachen, als einziger Schwarzer auf einer Schule zu sein, man kommt schon so rein und man ist anders. Mhm. So, und allein das ist schon, wo man sich so denkt, so, okay, egal wo ich hingehe, ich bin anders.